Hey meine lieben Freunde, willkommen zurück bei Duke Nukem Forever mit eurem Rufnetz. Es geht weiter. Oh. Okay Duke, die vorgesehene Landezone ist zu heiß. Es wimmelt von Schweinefressen und auf dem Damm mäht ein Wessel los alles nieder, was sich bewegt. Wir gehen so nah ran wie möglich, dann musst du mit dem Truck weiter. Du musst rauf auf den Damm und dort aufräumen, damit wir nachrücken können. Also, das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen sauber machen. Schweinchen! Lecker Schweinefilet. Genau. Ich bin auch ganz gut ausgefertigt für dich. Bevor sie auf uns drauf fliegen. Ja, ich bleib stehen. Das wird wahrscheinlich so weit. Auch das zu stören. Kann man hier alles. Steuern alternative Landezone an! Okay. Die Musik. Dö, 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 dö. Okay, wo ist die Landezone? Was ihr labert, Alter. Aber die Gegend gefällt mir. Es sind so viele da und so viele lassen! Lecker Schweinefilet. Hier kaputt. Ein Saustall, aber frei. Ein Saustall, aber frei. Oh, bestimmt. Oh. Das ist doch meines würdig. Okay, Zeit zum Abmarsch. Geil. Alter, ich hab meinen eigenen Bigfoot Monster Truck. Alter, to the King. Bitte anschnallen, das wird ein heißer Ritt. Auf jeden Fall. Was? Wehe, wenn das eine Narbe gibt. Okay. Ja, auch schon gewährt. Gibt's auch einen Vogel? Ja, das Ding fährt auch schon. Ah, nutze die Vierradlenkung für einen kleineren Wendekreis. Ah, wenn man also die Wehrtaste hochhält, kann man mit allen vier Reifen lenken, auch nicht schlecht. Yeah. Oh, man kommt aber auch dann leicht ins Studium. Aber ist nicht schlecht. So fährt er halt stabiler. So, jetzt bin ich gespannt, wo wir sind. Yes, baby! Und wir sehen uns dann in dem Fall wieder im nächsten Part. Das war ein ziemlich kurzer Part, ich weiß. Oh, aber hoffentlich freut ihr euch auf morgen. Ich denke mal, da wird es bestimmt wieder so geil abgehen. Und naja, wie gesagt, wenn ihr das Spiel selber mal spielen wollt, könnt ihr das gern bestellen bei Amazon zum Beispiel. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Ich hoffe, dieses Spiel geht noch ewig, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir schon bald vielleicht durch sind, leider. Aber es lohnt sich auf jeden Fall für die paar Euro, was es noch kostet, das zu bestellen. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder im nächsten Part. War leider kurz, wie gesagt. Aber bis dahin wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag.